draußen statt, es findet in Klein-Klein statt. Politik entsteht zwischen zwei Menschen. Du hast es vorhin gesagt, Dialog. Ja? Und da, das ist deswegen so wertvoll, weil das unsere eigenen Vorurteile überwindet. Und jeder von uns erwischt sich manchmal dabei, dass er denkt, so geht das nicht mehr. Oder nein, wie ungerecht. Oder wie kann das sein? Ich glaube, wir brauchen Raum, auch für diese Wut, für den Frust. Die sind ja sozusagen eine Antwort auf die Ängste, die wir eigentlich haben. Konzentriert euch auch auf die Leute, die euch stärken, die euch ein gutes Gefühl geben. Ihr müsst euch nicht abarbeiten an denen, die euch nicht mögen. Das ist genau der Grund, warum wir Zeitzeugen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung auch bundesweit in die Schulen schicken, mit ganz unterschiedlichen Biografien. Und vielleicht wird einer von euch ja auch mal Wertebotschafter oder Wertebotschafterin. Also ich kann es so weiterempfehlen. Ich fand es sehr inspirierend. Es hat meine Augen geöffnet, dass man halt öfter darüber reden sollte. Und ich fand das sehr, insgesamt sehr gut.